Hey Leute, wir haben in den letzten Wochen 16 Espressomaschinen für euch getestet und zeigen euch heute unsere Favoriten im Hinblick aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps, worauf ihr beim Kauf und der Bedienung einer Maschine achten müsst und verraten euch, welche speziell zu euren Bedürfnissen passt. Den ausführlichen Testbericht findet ihr, wenn ihr auf den eingeblendeten Link klickt. Da ein vollmundiger Espresso die Basis vieler leckerer Milchgetränke ist, verfügen Espressomaschinen immer auch über eine Dampflanze, mit der man cremigen Milchschaum erzeugen kann. Eine Espressomaschine produziert also einerseits heißes Wasser für den Espresso und andererseits Wasserdampf für den Milchschaum. Diese beiden Prozesse benötigen grundsätzlich unterschiedliche Temperaturen. Ein Espresso wird bei ca. 90 Grad gebrüht, Wasserdampf hingegen benötigt 110 bis 130 Grad. Anhand dieser Problematik kann man Espressomaschinen in drei Kategorien einteilen. Bei Einkreisern wird das Wasser für beide Vorgänge über den gleichen Weg erhitzt und transportiert. Für Milchgetränke wird zuerst der Espresso zubereitet und im Anschluss der Kessel auf die nötige Temperatur für den Dampf erhitzt. Erst nach diesem zusätzlichen Schritt und der entsprechenden Wartezeit kann die Milch aufgeschäumt werden. Zweikreiser dagegen haben zwei unterschiedliche Wasserkreise, mit denen man zeitgleich Brühwasser und Wasserdampf beziehen kann. Ein großer Kessel mit Temperaturen von über 110 Grad bildet den ersten Wasserkreislauf. Durch diesen Kessel verläuft ein Rohr, durch das frisches, kaltes Wasser vom Tank strömt. Beim Durchlaufen des wesentlich heißeren Dampfkessels erhitzt es sich auf die ideale Brühtemperatur. Bei längerem Stillstand erhitzt sich das Wasser im Rohr bis auf die Temperatur im Dampfkessel. Deswegen sollte man bei Zweikreisern vor Gebrauch immer etwas Wasser durch die Brühgruppe laufen lassen. Dualboiler adressieren genau diese Überhitzung. Sie verfügen über zwei getrennte Boiler und ermöglichen damit die exakte Steuerung der Brühtemperatur bei zeitgleichem Bezug von Wasserdampf. Die Wahl der richtigen Espressomaschine beginnt also bei deinen eigenen Trinkgewohnheiten. Trinkst du selten Milchgetränke, reicht dir bereits ein Einkreiser. Ansonsten ist ein Zweikreiser die richtige Wahl. Dualboiler bilden die Königsklasse der Espressomaschinen und lohnen sich erst für echte Perfektionisten. Am Ende kommt es natürlich auf den Geschmack des Espressos an. Ab der mittleren Preisklasse könnt ihr aber mit jeder Maschine sehr gute Ergebnisse erreichen. Worauf genau ihr bei der Zubereitung achten müsst und warum eine gute Mühle mindestens so wichtig wie eine gute Maschine ist, zeigen wir euch in anderen Videos. Beginnen wir mit der beliebtesten Einsteigermaschine überhaupt, der Rancilio Silvia. Seit 1998 überzeugt die Maschine durch ihre hochwertige, robuste Verarbeitung und versammelt eine Fangemeinde an Bastlern hinter sich, da sie dank ihrer durchschaubaren Technik sehr einfach selbst zu reparieren und zu modifizieren ist. Nach ca. 15 Minuten Aufheizzeit gelingt dank guter Temperaturstabilität während des Prüfvorgangs ein sehr guter Espresso. Als geübter Nutzer kann man sich zudem die Temperaturunterschiede, die durch die unterschiedlichen Heizphasen entstehen, zunutze machen, um die Brühtemperatur an die jeweilige Bohne anzupassen. Beim Schäumen der Milch kommt die Silvia schließlich an ihre Grenzen. Zwar lässt sich durchaus cremiger Milchschaum erzeugen, der Dampf entweicht aber wegen des geringen Kesselvolumens relativ feucht und verwässert die aufgeschäumte Milch. Darüber hinaus muss man beim Wechseln zwischen den beiden Bedienmodi die typischen Wartezeiten der Einkreiser in Kauf nehmen. Wenn dein Fokus also auf einem guten Espresso liegt und du nur selten Milch aufschäumen willst, oder wenn du auf der Suche nach einem guten, aber günstigen Einsteigermodell bist, dann ist die Silvia die richtige Wahl für dich. Jo, Dicky, ich war schon wieder soweit. Die Becerra BZ10 dagegen passt zu dir, wenn du mit deinem Siebträger auch reichlich Milchgetränke zubereiten und dir ein prächtiges Schmuckstück für unter 1000 Euro zulegen möchtest. Bei der beliebtesten Maschine des italienischen Herstellers erkennt man die Herkunft auf den ersten Blick. Die typischen Kipphebel und die Becerra-Brühgruppe geben dem Edelstahlgewand sein unverwechselbares Aussehen. Die Brühgruppe wird elektrisch beheizt und ist innerhalb von 15 Minuten startklar. Außerdem lässt sie sich leichter reinigen und warten als die klassische E61-Brühgruppe, da man sie sehr einfach komplett entnehmen kann. Mit der BZ10 gelingt nicht nur ein vollmundig cremiger Espresso, es kann zeitgleich auch ohne Grenzen samtiger Milchschaum produziert werden. Der Unterschied zum Wasserdampf der Silvia ist schon optisch sichtbar. Einziger kleiner Makel ist der unpraktisch geformte Wassertank, den man zum Befüllen extra entnehmen muss. Auch auf sonstige Features muss man verzichten. Willst du wirklich alle Nuancen deiner Lieblingsbohne herausarbeiten? Dann ist die Profitec Pro 300 das passende Spielzeug für deine Experimente. Mit dem PED lässt sich die Kesseltemperatur innerhalb 1 Grad Celsius genau bestimmen. Darüber hinaus zeigt das Display praktischerweise auch die Durchlaufzeit des Espressos an. Ein anderes Feature, was die Lebenserwartung der Maschine durchaus verlängern kann, ist die automatische Abschaltung bei Wassermangel im Tank. Besonders erfreulich für den Heimbarista ist zudem die extrem schnelle Aufheizzeit von 5 bis 10 Minuten, die durch die Ringbrühgruppe und die geringen Volumina der beiden Boiler ermöglicht wird. Diese sind zwar grenzwertig klein, aber definitiv ausreichend für den Gebrauch zu Hause.
Dass Effizienz und Funktionalität die Maschine prägen, zeigt sich leider auch am schlichten futuristischen Design. Abgesehen davon bietet die Maschine der Schwesterfirma von ECM alles, was man sich als experimentierfreudiger Espresso-Fan wünschen kann. Die restlichen Espresso-Maschinen findet ihr in unserem Testbericht. Dort haben wir jeden Siebträger genau unter die Lupe genommen und bringen Licht in den dichten Wald des technischen Wirrwarrs. Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Auswahl eurer Espresso-Maschine.